Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch mal, wie man sich durch den Online-Antrag für die Aufbauhilfe NRW durcharbeitet. Und dazu möchte ich euch empfehlen, ruft dieses Video am besten an einem großen Bildschirm auf, damit ihr auch richtig alles erkennen könnt. Ich glaube, auf dem Handy wäre das kein großes Vergnügen. Ja, und dann gehen wir gleich mitten rein. Ihr habt mitbekommen, dass man den Antrag auf Aufbauhilfe nur online stellen kann. Und das macht ja ganz eigene Probleme, vor allem wenn man nicht so viel im Internet unterwegs ist. Und da haben wir uns gedacht, machen wir mal eine kleine Anleitung fertig. Und mitten rein. Zuerst mal. Da öffnen wir erstmal die Seite wiederaufbau.nrw/online-Antrag und landen hier im Startbildschirm. Da können wir uns entweder anmelden, wenn wir schon ein Konto eingerichtet und registriert haben. Haben wir hier nicht, also gehen wir auf Registrieren, geben ein unseren Vornamen und anschließend den Nachnamen und geben eine E-Mail-Adresse an, unter der wir erreichbar sind. Bestätigen die Adresse nochmal, um Tippfehler auszuschließen. Bestätigen danach die Hinweise zum Datenschutz. Lest euch die gerne durch unter dem beigefügten Link und registrieren. Dann bekommen wir eine Meldung, dass wir eine E-Mail zur Bestätigung erhalten haben. Also öffnen wir unser E-Mail-Programm. wiederaufbau@noreply.nrw.de ist der Absender. Wir können jetzt die Registrierung bestätigen oder, wenn es mal länger gedauert hat, mehr als 24 Stunden, einen neuen Link anfordern. Brauchen wir hier nicht. Wir bestätigen die Registrierung und ergänzen unsere restlichen Benutzerdaten. Das ist einmal die Anrede. Hier in unserem Fall wählen wir mal ohne. Vorname, Nachname weiß er noch. Und dann geben wir eine Telefonnummer an, gegebenenfalls eine Faxnummer, falls das noch jemand benutzt. Und dann kommt gleich der interessantere Teil, nämlich die Eingabe eines Passwortes. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, was ganz Einfaches zu nehmen. Start 123 oder so. Das ist aber nicht nur ganz schön gefährlich, sondern funktioniert hier auch nicht. Da, das war ein zu einfaches Passwort. Wir müssen eins eingeben, das mindestens Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen enthält, also was Sicheres. Die Funktion zufälliges Passwort generieren, der blauen Schaltfläche oben drüber, das würde ich euch nicht empfehlen, wenn ihr nicht viel mit dem Internetbrowser arbeitet. Nehmt was Sicheres und merkt es euch gut. Ja, und dann kommen wir anschließend wieder in das sogenannte Cockpit, also den Startbildschirm unseres Förderprogramms hier, können die Benutzerdaten da oben jederzeit nochmal einsehen und ändern. Wollen wir hier nicht, gehen zurück. Tatsächlich wollen wir ja jetzt erstmal einen Antrag stellen. Ganz nützlich der Link, der da unten bei den aktuellen Informationen noch angegeben wird. Unter dem Link könnt ihr euch nämlich weitergehende Unterlagen, eine Checkliste zu den Papieren, einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden durch den Antrag auch nochmal anschauen. Wir wollen aber jetzt einen neuen Antrag stellen. Da werden Zeitpunkt jetzt drei Möglichkeiten angeboten. Wir wollen die Privathaushalte hier mal aufrufen. Gibt es nochmal einen kleinen Begleittext, der kommt auch gleich nochmal wieder. Und da können wir jetzt einen neuen Antrag stellen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis er fertig geladen hat. Da ist er. Wenn dieser Hinweis erscheint,
ist das Formular geladen. Wir haben oben das Fördernehmer-Cockpit, den Hinweis zum Antrag und da sind auch nochmal drei PDF-Dokumente hinterlegt, also lesbare Dokumente mit der Förderrichtlinie, einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und noch einer Ausfüllhilfe. Als erstes müssen wir mal die Angaben zur Leistungsempfängerin oder zum Leistungsempfänger eingeben. Und da ist die erste Auswahl die sogenannte Rechtsform. Juristische Personen, Personengesellschaften, das ist im Wesentlichen interessant für Unternehmen. Wir sind selbstverständlich eine natürliche Person. Und da geben wir jetzt unsere Daten nochmal ein. Alle mit so einem roten Sternchen markierten Angaben müssen gemacht werden. Also hier zum Beispiel die Postleitzahl. Daraus leitet er sich den Ort und die Gemeindekennziffer von selbst her. Eine ganz wichtige Information, die ihr braucht, ist eure 11-stellige Steuer-ID, das sogenannte steuerliche Identifikationsmerkmal. Das findet ihr auf euren Steuererklärungen, auf euren Steuerbescheiden oder ihr könnt es auch beim Bundeszentralamt für Steuern nochmal neu anfordern, wenn ihr es einfach nicht mehr auftreiben könnt oder euch an euer Finanzamt wenden. Denn ohne diese Steuer-ID geht hier gar nichts. Eine Telefonnummer muss angegeben werden und eine E-Mail-Adresse. Das muss nicht dieselbe Adresse sein, die ihr bei den Benutzerdaten angegeben habt, aber es kann dieselbe sein. Von da aus rollen wir mal ein bisschen weiter runter. Nächsten Informationen, Personalausweis, ist er vorhanden? Hat man die Personalausweisnummer zur Verfügung? Darum kümmern wir uns gleich. Und eine dringende Empfehlung, ganz oft und ganz früh speichern. Das ist ganz unten im Antrag mit der blauen Schaltfläche in der Mitte. Computerspieler wissen das, früh speichern, häufig speichern, das vermeidet eine ganze Menge Ärger. So, wenn wir einen Personalausweis haben, machen wir da das Häkchen rein. Ansonsten müssen wir ein Ersatzdokument später hochladen. Da in das Feld Ausweisnummer, auch mit einem roten Stern markiert, da muss was rein. Wir nehmen mal die von Erika Mustermann und eine IBAN. Als Kontonummer geben wir ein, da habe ich auch einfach mal eine dumme Musternummer genommen. Und da stimmt was nicht. Gültige IBAN sind, wenn es deutsche sind, 22 Zeichen lang. Zählen wir mal durch. Es sind nur 21, da habe ich wohl eine 0 vergessen. Schnipp, Problem behoben. BIC und Name des Kreditinstituts kann man angeben, muss man nicht. Genügt die IBAN, damit die Überweisung funktioniert. Wir wählen aus, dass wir Privatpersonen sind bei der Art des Beihilfeempfängers. Und jetzt müssen wir noch eine Aussage treffen, ob wir denn den Hauptteil unserer Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bestreiten, also gewerblich vermieten. Das trifft bei uns zu oder auch nicht. Wir treffen die entsprechende Auswahl, ändern am Antragsfortlauf erstmal nichts und gehen weiter runter zu den Maßnahmenangaben. Da geht es also jetzt um das, was der Staat mit dieser Aufbauhilfe fördern soll. Als erstes muss man angeben, dass man sich nicht in einem Insolvenz- oder Sanierungs- oder einem ähnlichen Verfahren befindet. Nur wenn keins von beidem vorliegt, ist man auch antragsberechtigt.
und wir bezeichnen unsere Maßnahme, tragen also ein, worum es hier geht, was gefördert werden soll. Wiederherstellung des Hausrates und Beseitigung von Gebäudeschäden. Wir kümmern uns als erstes um den Hausrat, später dann um die Beseitigung der Gebäudeschäden. Wir fangen also hier an, erstmal als Mieterin oder Mieter diesen Antrag auf Hausratförderung einzustellen und nachher zeigen wir euch, wie das funktioniert, wenn man Wohnungseigentümer, Gebäudeeigentümer oder Eigentümerin ist. In der Kurzbeschreibung können wir angeben, was beschädigt wurde, was zur Beseitigung nötig ist, beziehungsweise wie man denn die Wiederherstellung vornehmen will. Darunter, da könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, muss ein Wirtschaftszweig ausgewählt werden nach der NACE-Klassifizierung. Das dient statistischen Zwecken. Da gibt es etliche Auswahlmöglichkeiten. Ich würde empfehlen, dass ihr ganz am Ende, wenn ihr Privatperson seid, T9820 auswählt. Das ist das letzte Element in der Liste. Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf. Und dann müssen wir einen Durchführungszeitraum für die Wiederherstellung und Reparatur angeben. Ich mache da jetzt einfach mal das Datum der Katastrophe als den Startzeitpunkt und dann das voraussichtliche Ende der Wiederherstellungsmaßnahmen, so gut ihr das abschätzen könnt. Ich nehme jetzt mal das Ende der Antragsfrist, 30.06.2023. Die Lage des beschädigten Grundstücks muss über die Adresse eingegeben werden. Und die Art der Bebauung, wir sagen bei uns mal, das wäre ein Mehrfamilienhaus. Welches Geschoss ist denn hier betroffen? Da nehmen wir das Erdgeschoss mal in dem Fall ein. Ihr macht da die Eintragungen entsprechend. Die Lage laut Grundbuch brauchen wir als Mieter nicht auszufüllen. Seht ihr, da sind keine roten Sternchen dran. Da ist nochmal der Hinweis, dass Mieterinnen und Mieter nur Anträge auf die Hausratpauschalen stellen können, außer in besonderen Ausnahmegründen. Wir stellen also nicht den Antrag als Eigentümer oder Gesellschaft. Denkmalschutz ist bei uns jetzt in dem Beispiel auch nicht einschlägig. Dann gelb hinterlegt, wir beantragen die Erstattung der Wiederbeschaffung von Hausrat. Ganz wichtig. Und darunter beschreiben wir nochmal den eingetretenen Schaden und die erforderlichen Maßnahmen. Hier gerne ausführlich. Wenn der Platz in dem Feld nicht reichen sollte, dann könnt ihr auch ein zusätzliches Dokument als Anlage hochladen. Wie das mit dem Dokumentenhochladen funktioniert, kommt noch später im Video. So, da haben wir jetzt schon mal genügend Zeit. Darunter seht ihr auch wieder in gelb hinterlegten Hinweis. Falls ihr eine Soforthilfe des Landes NRW erhalten habt, dann muss die angegeben werden, denn die wird von der Förderleistung abgezogen. Die ist ja schon ausgezahlt und wird dann damit verrechnet. Das braucht man aber nur beim Bestandteil Hausrat oder beim Bestandteil Gebäude anzugeben, nicht zweimal, denn sonst wird es nachher doppelt abgezogen. Das wollen wir ja vermeiden. Und wieder häufig speichern. Gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn die Daten plötzlich weg sind, weil die Verbindung mal unterbrochen ist oder so. So, für den Finanzierungsplan Hausrat müssen wir jetzt die in der Wohnung gemeldeten Personen einzeln angeben. Und zwar mit Geburtsdatum und wieder mit der Steuer-ID.
Ihr braucht die also für alle Haushaltsmitglieder, damit das entsprechend zugeordnet werden kann. Da suchen wir die 11-stellige Nummer wieder raus. Ganz langsam abgetippt. Und da haben wir unsere erste im Haushalt gemeldete Person eingetragen. Wir unterstellen mal, es gäbe noch zwei weitere. Erfassen die nächste Person und können das nachträglich auch immer noch ändern. Ihr könnt da in jedes Feld in den Zeilen nachher wieder reinklicken und Angaben nochmal korrigieren oder mit der roten Schaltfläche einen Zeileneintrag löschen. Die nächste Steuer-ID. Schnipp. Und fügen die dritte Person hinzu. Da gingen mir Ideen für gute Namen aus. Also ist das einfach die Nummer 3. Und anschließend darunter, seht ihr in Fett gedruckt, da müssen wir gleich Angaben dazu machen, ob es sich um eine Wohngemeinschaft handelt oder um ein, ich sag mal, familiäreres Familienverhältnis oder Zusammenlebensverhältnis. Ja, wir unterstellen hier mal, die erste und zweite Person wären miteinander verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft, eine Art von Lebensgemeinschaft, die man gemeinsam begründet hat. Das wirkt sich nämlich auch nachher auf die sogenannte Hausratpauschale aus. So. Wir könnten die Wohngemeinschaft auch auswählen, wenn es sich eben nicht um so eine Lebensgemeinschaft, familiäre Lebensgemeinschaft handelt. Wir unterstellen hier mal, das seien zwei Lebenspartner und ein Kind. Schauen wir mal durch. Allein diese Angabe hat er jetzt noch nicht so viel gemacht. Wo wir schon mal unten sind, speichern wir natürlich. Und gucken jetzt noch mal nur durch die Angabe der Personen, wird da noch kein Betrag zur Verfügung gestellt oder angezeigt, haben wir nicht. Auch unten in dem Gesamtfinanzierungsplan steht noch nichts. Denn, und das ist hier leicht zu übersehen und auch nicht so gut programmiert, muss ich sagen, man muss erstmal bei der Höhe des erlittenen Schadens, da muss nämlich was eingetragen werden. Die weiß hinterlegten Felder an der Stelle, da kann man was eintragen, beziehungsweise muss man in dem Fall was eintragen. 25.000 wäre jetzt der Höchstbetrag nach der Pauschale. Das heißt, selbst wenn man da einen höheren Schaden eingibt, nehmen wir mal 4 Millionen, weil der Rembrandt mit untergegangen ist, dann ist das gedeckelt auf diesen Höchstbetrag. Für die erste Person im Haushalt werden 13.500 Euro angesetzt, für Lebenspartnerinnen, Lebenspartner dann nochmal 8.000 und für jede weitere im Haushalt gemeldete Person 3.500. Hier würde es sich dann empfehlen, die enthaltene Soforthilfe direkt abzuziehen. Das reduziert dann den Betrag auf hier 23.000. Bei WGs würden übrigens pro gemeldeter Person 3.500 Euro nur berücksichtigt werden. So, und jetzt schauen wir mal. Aha, in unserer Finanzierungsübersicht gesamt, da sind jetzt 23.000 Euro aus dem Hausrat berücksichtigt. Und an der Stelle, ihr ahnt es, sollten wir doch dringend nochmal speichern und laden unsere Unterlagen mal hoch. Wenn wir zum Beispiel keinen Personalausweis hätten angeben können, könnten wir hier einen vorläufigen Personalausweis hochladen. Geben da noch eine Bezeichnung ein zu der Datei. Was ist es hier? Es ist der vorläufige Perso. Oder es könnte eine Meldebescheinigung sein, die man da hochladen kann. Könnte abfotografieren, einscannen. Alle Dokumente kann man auch nachträglich nochmal bearbeiten, löschen
oder wieder runterladen. Hier Meldebescheinigung als Passersatz. Können wir auch hochladen. Wir brauchen ja irgendeine Form von Identitätsnachweis. Ne? Das hier nur als Beispiele. Funktioniert mit allen Unterlagen gleich. Hier könnten wir zum Beispiel die Unterlagen zum Mietvertrag hochladen, um nachzuweisen, dass man tatsächlich Mieterin, Mieter dieser Wohnung ist. Die Auflistung der entstandenen Schäden können wir damit reinnehmen, denn ihr müsst natürlich nachweisen, was euch an Schaden entstanden ist. So gut das eben geht, im besten Fall durch Kaufrechnungen oder sonstige Kaufbelege. Wenn es aber nicht anders geht, dann listet es eben auf mit einer möglichst genauen Angabe der Schäden. Aber nichts dazu erfinden, nichts weglassen, nicht lügen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Für die erhaltene Soforthilfe muss auch ein Beleg beigefügt werden. Hier zum Beispiel ein Auszug aus dem Girokonto. Haben wir beisammen. Jetzt kommen wir zu verschiedenen Erklärungen, die abgegeben werden müssen. Erstens, es handelt sich nur um Maßnahmen nach dem Schadenereignis, also die erst danach begonnen worden sind. Man muss erklären, dass man mit dem Datenaustausch zwischen den Finanz- und Bewilligungsbehörden einverstanden ist und dass insoweit das Steuergeheimnis eingeschränkt ist. Ihr müsst angeben, dass ihr nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt seid oder wenn ihr es seid, dann wisst ihr das schon, wenn ihr Unternehmerin oder Unternehmer seid. Es muss bestätigt werden, dass die Ursache der geltend gemachten Schäden auch wirklich das Katastrophenereignis ist, dass es nicht um Leistungen geht, die ausgeschlossen sind nach Nummer 445 der Richtlinie und tatsächlich hier keine Ansprüche doppelt geltend gemacht werden. Dann ein ganz wichtiger Hinweis auf den Paragraphen 264 Strafgesetzbuch, das ist der sogenannte Subventionsbetrug. Wir dürfen nicht lügen, um an Förderung zu kommen. Lügen heißt etwas Falsches behaupten oder etwas weglassen, das man angeben müsste, zum Beispiel wie viel Förderung man von Dritten bekommen hat. Also wichtige Erklärungen, genauso wie unten beim Datenschutz. Man muss bestätigen, dass man die Hinweise zur Kenntnis genommen hat, aber den weiteren Punkt muss man nicht ankreuzen. Da geht es um die Veröffentlichung eurer Förderdaten im Förderkatalog. Dem muss man nicht zustimmen. Ja, speichern war nochmal dringend fällig, ne? Und dann schauen wir nochmal durch. Unsere Angaben zum Leistungsempfänger, zur Leistungsempfängerin hier. Ansprechpersonen brauchen wir keine extra angeben. Und dann ändern wir jetzt bei den Maßnahmenangaben mal unsere Eigenschaft. Wir tun so, als wären wir nicht mehr Mieterin oder Mieter, sondern Eigentum, Eigentümerin oder Eigentümer. Haben wir hier mit Denkmalschutz zu tun? Wir sagen mal nein. Wir beantragen außerdem die Erstattung der Einkommenseinbußen aus Mietausfall. Und wenn wir Eigentümer sind, dann müssen wir auch Angaben aus dem Grundbuch machen. Also bei der Gemarkung zum Beispiel den Orts- oder Bezirksnamen, die Grundbuchblattnummer, die Flurbezeichnung, das ist üblicherweise eine Ziffernfolge, genau wie das Flurstück, sowas wie 8/14 oder so könnte das sein. Wir bleiben dabei, wir stellen den Antrag nicht als Mieter, da habe ich mir einfach verklickt, ganz vorsichtig sein bei sowas. Die Hausratangaben können natürlich auch Eigentümerinnen und Eigentümer machen. Daran ändert sich nichts. Aber was wir ändern müssten, wäre unser Wirtschaftszweig.
ja, eine lange, lange Liste mit ganz vielen lustigen Sachen drin. Anbau von Zuckerrohr zum Beispiel. Machen wir aber alles nicht. Damit wir uns jetzt aber nicht dumm und dusselig suchen müssen, können wir einfach oben im Textfeld auch das eingeben, was wir haben wollen. Zum Beispiel Vermietung. Huch, Vermietung. Da hätten wir doch was. Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen. Hervorragend. Dann schauen wir nochmal. Die Angaben zu den Maßnahmen sind ja jetzt nicht falsch geworden. Die können wir einfach so lassen. Und jetzt gehen wir an den Finanzierungsplan Gebäude. Da müssen wir in den einzelnen Kategorien jetzt angeben, was an Maßnahmen ergriffen werden muss und wie viel das wohl kostet. Die Kategorien und Erläuterungen könnt ihr euch selber aussuchen. Ich habe jetzt hier mal nach beschädigten Gebäudebestandteilen unterschieden. Das könnt ihr aber auch nach Unternehmen gliedern, also Maurer, Heizung, Sanitär, Elektriker oder alles gar kein Problem, wie ihr das aufteilen wollt. Am besten ist, dass man es sofort einer Rechnung oder einem Kostenvoranschlag zuordnen kann. Dann ist es leichter, den Überblick zu behalten. Da gehen wir den Gesamtbetrag in der Spalte 3 ein. Insgesamt Euro, da muss was rein. Die Bemessungsgrundlage, das gucken wir uns am Ende mal an, wenn wir alle Beträge erfasst haben. Schäden innen im Gebäude bepreisen wir mal mit 35.000 Euro. Dann können wir hier zum Beispiel, wenn Elektrizität betroffen ist, müssen neue Leitungen gelegt werden und so weiter. Hab da jetzt einfach was erfunden auf die Schnelle. Und nachher können wir noch erfassen sonstige Schäden oder unsere Einnahmeausfälle, wenn wir vermieten. Das kann man mit einer eigenen Kategorie berücksichtigen. Machen wir noch einen letzten dazu. Sonstige könnten wir das nennen oder übrige Schäden. Geben ein, was darunter erfasst ist. Da würde zum Beispiel auch der Mietausfall drunter passen. Dafür müssen wir dann ein Gutachten erstellen lassen. Kommen wir gleich bei den Dokumenten auch nochmal dazu. Geben hier noch den passenden Betrag ein und kümmern uns jetzt um die sogenannte Bemessungsgrundlage. Die richtet sich nach der Nummer 442 der Förderrichtlinie. Und da steht drin, welche Schäden überhaupt förderfähig sind. Zum Beispiel sind von der Förderung nicht erfasst Schäden an eurem Garten oder euren Gartenanlagen. Also die Kinderschaukel, das Gartenhäuschen, der Teich, der Pool, was auch immer das sein mag. Wir können hier bei Schäden, die sich ausschließlich auf das Gebäude beziehen, also die nach der Nummer 442 erfasst sind, einfach alles vollständig als Bemessungsgrundlage angeben, dann wird es auch noch mit berechnet. Wenn wir von Dritten Leistungen erhalten haben, müssen wir die auch angeben und dann einen Betrag eintragen, in welcher Höhe das anzurechnen ist auf die Förderung. Erstmal funktioniert das so, die Förderung ist beschränkt auf 80% des gesamten Schadens. 20%, in unserem Beispiel 17.500 von 87.500, wären der zumutbare Eigenanteil. Jetzt könnte die Versicherung zum Beispiel gesagt haben, sie übernimmt auch Kosten für das Gartenhäuschen oder den Pool. Die müssten wir hier rausrechnen, denn die Förderung ist ja dafür gerade nicht gedacht. Also hier den Betrag angeben, der sich auf die zu fördernden Leistungen bezieht. Alles andere rechnen wir raus.
überfliegen nochmal unsere Angaben, ob das zusammenpasst und überprüfen mal die Beträge. Die Soforthilfe hatten wir beim Hausrat schon angegeben, deshalb müssen wir sie hier bei den öffentlichen Förderungen bzw. erhaltenen Soforthilfen nicht nochmal angeben. Alle Gutachten, die ihr erstellen lassen müsst, also bei Gebäudeschäden über 50.000 Euro oder wenn ihr Mietausfälle geltend macht, die müssen auch begutachtet werden, die werden zu 100% erstattet. Dafür geben wir die Gutachtenkosten, also laut Rechnung eures Gutachters oder eurer Gutachterin ein und wie hier für den Mietausfall zum Beispiel das, was der Steuerberater oder die Steuerberaterin zu bekommen hat. Sagen wir mal, das wären 1.500 und tragen die entsprechend ein. Schnipp. Und dann haben wir unsere Angaben hier beisammen. Können mal schauen, die Gesamtausgaben 87.500, Gutachten und Denkmalpflege nochmal 4.000, wie wir gerade eingegeben haben, macht insgesamt 91.500. 17.500 sind der Eigenanteil und angerechnet von den Versicherungsleistungen werden dann noch 17.500, die uns dann gleich in Abzug gebracht werden. So, dann können wir das unten bei der Gesamtübersicht der Finanzierung auch nochmal nachvollziehen. Die Zahlen sind hier noch rot hinterlegt, mit denen müssen wir nämlich gleich noch was machen. Aber wir haben schon mal unsere Summen beisammen. Summen beisammen, auch schön. 82.000 Euro an Förderung für Hausrat und Gebäude. Häufig speichern ist wieder angesagt, ne? Damit wir darauf auch später noch zugreifen können, wenn wir die Arbeit mal unterbrechen müssen. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. So, Erklärungen haben wir abgegeben, Unterlagen fehlen jetzt aber noch. Die müssen rein. Und zwar Angaben zu unserem Eigentum, wie das Grundbuchblatt, wo wir oben die Angaben zu Flur, Flurstück gemacht haben. Ne? Müssen wir als Nachweis beifügen. Auszug aus dem Grundbuch. Um das Eigentum nachzuweisen. Dann haben wir entweder einen Kostenvoranschlag oder ein Schadengutachten oder die Unterlagen eurer Versicherung. Wenn euer Schaden unter 50.000 Euro liegt und nicht versichert ist, dann genügt ein Kostenvoranschlag oder ein ähnlicher Nachweis. Immer wenn ihr Versicherungsleistungen erhaltet, müsst ihr die Schadenaufnahme der Versicherung und irgendeine Form von Deckungszusage auch nachweisen. Und bei Schäden über 50.000 Euro, da muss immer ein Schadengutachten erstellt werden von einem dafür zugelassenen Gutachter oder einer dafür zugelassenen Gutachterin. Da gibt es Listen des Landes NRW, zum Beispiel in der Checkliste für den Online-Antrag. Den Link stellen wir euch natürlich auch in die Videobeschreibung ein. Schadengutachten. Ja, dann haben wir, wie gesagt, für unter 50.000 Euro einen einfachen Kostenvoranschlag, könnte das sein. Und wir müssen noch die Gutachterrechnungen hochladen und die Berechnung der Mieteinbußen. Diese Berechnung der Mieteinbußen, die muss begutachtet werden, zum Beispiel von Steuerberaterinnen, Steuerberater oder einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Und diese Ausgaben dafür müssen wir nachweisen, aber dann werden die auch zu 100% erstattet. Rechnung über das Schadengutachten, über
prüfen wir noch mal. Es fehlt uns doch noch was. 4 Dokumente könnten wir noch hochladen. 15 sind da maximal möglich. Wir nehmen die Unterlagen zur Vermietung, das Gutachten zu den Einkommenseinbußen, ja, die Berechnung maximal 6 Monate. Nach dem Schadenereignis können Mietausfälle geltend gemacht werden. Wenn ihr vorher wieder vermieten konntet, natürlich weniger. Und dann auch die Rechnung über das Mieteinbußen-Dokument. Das Gutachten dazu, die 1500 Euro, die wir oben angegeben hatten. Und jetzt haben wir alle Dokumente beisammen. Guter Zeitpunkt zum Speichern. Und da ist er gespeichert. Ja, haben wir denn jetzt alles beisammen? Theoretisch schon, praktisch noch nicht ganz. Aber was passiert jetzt? Stellt euch vor, uns fällt irgendwie die Internetverbindung aus oder wir fliegen aus anderen Gründen aus unserem Antragsdokument. Sowas passiert ja auch schon mal. Ne? Gut, dass wir häufig gespeichert haben. Und das simulieren wir jetzt mal. Was passiert, wenn man mal rausfliegt oder die Arbeit unterbrechen muss und den Antrag eben noch nicht freigegeben hat? Ja, kennt ihr diesen süßen kleinen Dinosaurier, wenn eure Internetverbindung mal nicht funktioniert? Mit dem kann man spielen, falls ihr das noch nicht wusstet. Einfach draufklicken, dann mit der Leertaste das Spiel starten. Dazu muss der Mauszeiger auf dem Dino sein. Dann kann man mit der Leertaste hüpfen und sich ein bisschen die Zeit vertreiben. Und während das Spielchen da läuft, während das Spielchen da läuft, hoffe ich, euch ist ein bisschen geholfen mit unseren Videos. Wenn ihr uns bei unseren ehrenamtlichen Aktionen hier behilflich sein wollt, dass wir auch in Zukunft weiter solche Sachen machen können, kostet ja auch alles Geld und Zeit und zum Beispiel Kraftstoff, weil man durch die Gegend fahren muss. Falls ihr uns unterstützen wollt, damit wir das auch zukünftig weitermachen können, dann blenden wir euch unten mal einen PayPal-Link ein zu unserem Unternehmen Faul und Reich. Und was da reinkommt, benutzen wir natürlich ausschließlich für unsere ehrenamtlichen gemeinnützigen Projekte hier. Ja, wäre super, uns ist damit geholfen und wir können mit euch gemeinsam anderen helfen. Das ist doch was Feines, oder? Ja, was, wenn wir uns wieder anmelden müssen? Wir gehen wieder auf wiederaufbau.nrw/Online-Antrag, geben unsere E-Mail-Adresse von der Registrierung ein und unser super sicheres Passwort und bestätigen das mit Anmelden. Schnipp. Wir landen wieder in dem sogenannten Fördernehmer-Cockpit, könnten da einen neuen Antrag stellen oder unter meine Anträge die schon erfassten zwischengespeicherten Anträge laden. Den kann man über die rot umrahmte Schaltfläche rechts auch löschen, wenn man einen ganz neuen Antrag stellen will. Stattdessen oder wir können in den vorhandenen Antrag und ihn bearbeiten. Schauen nochmal unsere Angaben durch. Wir waren ja eigentlich schon ziemlich fertig. Die Maßnahmenangaben, ist da alles korrekt? Haben wir nichts vergessen? Keine falschen Häkchen gesetzt vielleicht? Sind die Angaben zu den gemeldeten Personen richtig für die Hausratpauschale? Im Finanzierungsplan Gebäude haben wir da nicht vergessen, was anzugeben? Entweder unsere eigenen Ausgaben oder Leistungen Dritter, die dann berücksichtigt werden müssen.
Gutachterkosten oder denkmalpflegerischer Mehraufwand, auch ganz wichtig, ne? Bei Denkmalpflege bis zu 100% förderfähig. Sind die Beträge da korrekt? Ah, da gibt es noch einen Hinweis und unsere Zahlen sind rot. Wir müssen nämlich jetzt, sonst funktioniert es auch nicht, unsere Beträge noch verteilen. Da nehmen wir die Schaltfläche automatische Verteilung, Schnipp. Da passiert nichts anderes, als dass die Zahlen von links nach rechts übertragen werden. Aber das ist notwendig, damit es funktioniert. Wir speichern nochmal, denn wir speichern häufig und gerne, insgesamt 7 Mal in diesem Video, falls ihr mitgezählt habt. Letzte Durchsicht und dann ist das Einzige, was uns noch fehlt, zum Glück am Ende den Antrag final freizugeben, nachdem wir alles nochmal ganz in Ruhe durchgeschaut haben. Das kann man nicht oft genug machen bei den vielen Angaben und möglichen kleinen, aber fatalen Fehlern. Am Ende heißt es dann nur noch Antrag final freigeben. Das können wir hier nicht machen, denn wir haben das ja nur zu Demonstrationszwecken gemacht. Hauen das Ding raus. Gespeichert haben wir ja nun oft genug. Final freigeben. Und das wäre es dann. Ich würde euch noch empfehlen, es gibt immer die Möglichkeit, den Antrag auf Regulierung der Hausratwiederherstellung, klingt auch toll, ne? Also wenn ihr einen Hausratantrag gestellt habt, den getrennt abzuschicken von eurem Antrag auf die Beseitigung der Gebäudeschäden. Ja, also 2 getrennte Anträge für sowas zu stellen, ist überhaupt kein Problem. Wichtig dabei eben nur daran denken, dass die Soforthilfe an einer Stelle eingetragen werden muss. Und alle anderen Beträge, die ihr so erhalten habt, ne, entsprechend berücksichtigen, je nachdem, ob es sich um öffentliche Fördergelder handelt oder Spenden von Privaten. Ja, Hilfsdokumente stellen wir euch in die Beschreibung ein. Da haben wir ja genug. Und falls ihr sonst noch Hilfe braucht, Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare, lasst uns wissen oder schickt uns eine E-Mail. Würde uns freuen, wenn wir euch behilflich sein können. Bis dahin, alles, alles Gute und bis bald.